Andreas Birgit-Höhl. Ich bin hier im Haus als Museumspädagogin tätig. Also man kann sich das so vorstellen. Ich organisiere 500 bis 600 Führungen im Jahr und arbeite bei der Programmgestaltung mit. Ich möchte Ihnen heute gerne eines meiner Lieblingsbilder vorstellen, nämlich den abgefangenen Liebesbrief von Karl Spitzweg. Wir besitzen ja glücklicherweise den weltweit größten Spitzwegbestand und deshalb war es für mich selbstverständlich, eines dieser Werke auszuwählen. Im Hintergrund sehen Sie Karl Spitzweg im Selbstbildnis. Er wurde 1808 in München geboren und starb 1885 ebenfalls in München. Wenn Sie ihn so anblicken, stellen Sie sich so einen Maler vor, einen bohemhaften Maler? Er wirkt auf mich eher wie jemand, der am Schreibtisch arbeitet. Ein Arzt, ein Jurist oder ein Apotheker. Und da sind wir schon bei seiner Lebensgeschichte. Er erlernte nämlich erst den Beruf des Apothekers. Und mit 25 Jahren hängte er den mittlerweile verhassten Apothekerberuf an den Nagel und entschied sich, ganz Maler zu werden. Während einer Italienreise fasste er diesen mutigen Entschluss. Und weil er schon etwas älter war, nämlich 25, besuchte er keine Akademie mehr, sondern brachte sich die Malerei autodidaktisch bei. Der Apotheker blitzt immer wieder ein wenig durch. Er hat zum Beispiel sehr früh ein Verkaufsverzeichnis angelegt und sehr genau festgehalten, an wen er welche Werke verkauft hat. Und daher weiß man auch, dass er Zeit seines Lebens seine Bilder preiswert verkauft hat, also nie unter Wert. Es gibt andere Aufnahmen Karl Spitzwegs, da erkennt man, dass er eine recht große Nase hat und auch leicht schütteres Haar, aber davon ist hier nichts zu merken. Heute würde so ein Selbstbildnis als Bewerbungsfoto im Photoshop bearbeitet durchgehen. Ich hatte mal Erben Spitzwegs bei einer Führung und die meinten, es sei gar nicht Spitzweg selbst, sondern der jüngere Bruder Eduard. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er dieses Selbstbildnis für seine Verlobte angefertigt hat, die ihn noch nicht persönlich kannte und ihm dieses Selbstbildnis zugesandt hat. Aber das ist alles noch nicht ganz erforscht und bleibt vielleicht auch ewig im Dunkeln. So, Sie kennen den Maler Karl Spitzweg ja bereits. Sie dürfen ihn sich aber, weiß Gott, nicht als Münchner Spießbürger vorstellen, obwohl er sein Leben lang in München gelebt hat. Er ist für sein Leben gerne gereist, sprach mehrere Sprachen, war musisch begabt und hat in seiner freien Zeit gedichtet. Es gibt einen Gedichtband mit dem Titel »Und abends tue ich dichten«. Und er wirkte in einer Laienschauspielgruppe mit. Und da war er bekannt für das genaue Beobachten. Und da sind wir schon bei dem Gemälde, das ich mir ausgewählt habe, eines seiner Hauptwerke, der abgefangene Liebesbrief, um 1855 gemalt. Er geht hier ganz raffiniert vor, wie ein Regisseur im Theater. Wir Betrachter, also sind wie die Zuschauer und sehen als Einzige, wie viele Akteure beteiligt sind und was da überhaupt vor sich geht. Wir befinden uns vielleicht in einem Haus gegenüber und blicken auf eine wunderschöne Sandsteinfassade des Barockgebäudes, in dem drei Personen agieren. Oben im glücklichen Erker lässt der Student erkenntlich an seiner roten Kappe und seiner Uniform eine versiegelte Nachricht nach unten, die SMS des 19. Jahrhunderts. Im Stockwerk darunter befinden sich zwei Frauen,
eine junge Frau, für die die Nachricht vermutlich gemünzt ist, ist redlich und fleißig in ihrer Handarbeit vertieft und bemerkt von all dem nichts. Aber die Tante, Mutter oder Muhme daneben nimmt erschreckt die Arme nach oben und umrahmt damit das übergroße schwarze Kreuz, das sie auf der Brust trägt. Also es scheint sich eher um eine bigotte Frau zu handeln. Sie bemerkt also diese Nachricht und vermutet nichts Gutes. Wir blicken ja auf zwei Etagen dieses Gebäudes. Wir wissen überhaupt nicht, wie weit es noch nach unten geht und wie viele Stockwerke sich vielleicht noch darunter befinden. Also wir haben diesen einen Ausschnitt und unsere Blickrichtung trifft in etwa bei dieser Fensterbrüstung auf das Geschehen. Karl Spitzweg hat jetzt seinen Akteuren Gegenstände beigeordnet, die das Bildgeschehen ein wenig verdeutlichen sollen. Dem Studenten oben in seinem glücklichen Erker wird der Schlangenkaktus zugeordnet, mit dem friedet Spitzweg sonst immer seine Junggesellen ein. Aber diese Pflanzen hat er ja auf die Seite gestellt, denn er hat anderes im Sinn. Darauf könnten die beiden turnenden Tauben auf dem Dach hinweisen. Sie können eine bevorstehende Hochzeit anzeigen, müssen sie aber nicht. Diese Phönix-Brandversicherungstafel, diese Blechtafel an der Sandsteinfassade, die wird eindeutig der Aufpasserin, der Tante oder Muhme zugeordnet. Die würde sich am liebsten gegen alles versichern, was das Leben so mit sich bringt. Und wenn erstmal so eine Liebesglut zwischen den beiden entstanden ist, wie sie die wieder löschen soll, ist ihr unheimlich. Auf der Seite der Tante wächst am Fenster Efeu. Gewächse, die man in dieser Üppigkeit eher an alten Mauern findet. Auf der Seite des Mädchens, also rechts von ihnen, ist der Rosenstock erblüht. Also sie hat schon noch einiges vor sich, aber ihr wird auch der Vogelkäfig zugeordnet. Und sie befindet sich ja in einer Art Gefangenschaft. Einmal in diesem Gebäude, aber auch unter Bewachung durch die Tante oder Mutter. Und selbst wenn das Ansinnen des Studenten da oben in eine Ehe münden sollte, so werden ihr in der damaligen Zeit später auch Beschränkungen auferlegt sein. Was bei dem Bild sofort auffällt, ist der Lichteinfall. Die einzige Person, die im Sonnenlicht erscheint, ist ja die aktive männliche Person oben im Obergeschoss. Und das ist auch die einzig aktiv Handelnde. Die beiden Frauenfiguren unten liegen im Schatten. Durch den Sonneneinfall erzeugt der Student ja diesen Schattenwurf an der Hausfassade, der einem Fingerzeig gleicht. Und der weist auf dieses Regenauffangbecken hin, das man durchaus der Ehe gleichsetzen könnte als Hafen der Ehe. Es fasst die beiden Regenrohre, die in dem Regenauffangbecken münden, und das Abflussrohr verläuft irgendwo ins Ungewisse. Die Prognose, die dem Vorhaben des jungen Mannes ziemt, ist so oder so schlecht. Im Titel sagt Spitzweg schon, der Künstler selbst, der Brief wird abgefangen. Und man weiß wirklich nicht, ob man der jungen Frau die Ehe mit dem blonden Spießer da oben wünschen soll. Denn er geht keinerlei Risiko ein. Er macht sich sogar noch bequem, schiebt sich das Kissen unter den Arm und er weiß ja überhaupt nicht, was er da unten lostritt. Jetzt, wenn Sie das Gemälde etwas genauer anschauen, werden Sie jedes Detail erkennen. Die Spinnweben an den Regenabflussrohr, die feinste Malerei der Blüten, der Figuren, die bunte Farbigkeit, die junge Frau ist in blau gekleidet, rote Stoff im Vordergrund, auch der Student mit der etwas
gedeckten Rotfarbigkeit und dem gedeckten Blau seines Gewands. Es ist bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, sodass wir die Szene für wahr halten. Und dabei entspringt alles der Fantasie des Malers. Er denkt sich diese Geschichten aus für uns Betrachter. Und wir Betrachter sind bei Spitzweg der wichtigste Teil seiner Kunst. Wir stehen immer oder sitzen immer in der ersten Reihe und werden aufgefordert, die Bilderzählungen fortzuführen und unsere Fantasie spielen zu lassen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Spitzweg für sein Leben gerne gereist ist und er hat von seinen Reisen sehr viele Skizzen mitgebracht, die er dann im Detail in seinen Gemälden zum Einsatz bringt. Also diese Geschichten und Bilder, die Sie hier sehen, die haben mit der Realität nicht so viel zu tun, sondern sind eben seiner Fantasie entsprungen. Wir haben jetzt ganz viele Details in dem Bild kennengelernt und Sie sehen, dass Spitzweg nichts dem Zufall überlassen hat, sondern sehr genau kalkuliert hat, wie die Wirkung bei uns Betrachtern sein könnte. Und wie gesagt, er fordert uns damit auf, die Bilderzählungen, seine Bildergeschichten weiterzuführen. Ja, Karl Spitzweg war auch sehr geschäftstüchtig, auch da blitzt der Apotheker wieder durch. Er schickte Agenten mit seinen Gemälden durch ganz Deutschland zu den neu gegründeten Kunstvereinen. Und wenn sich ein Motiv gut vermarkten ließ und gut verkauft hat, dann hat er das nochmal aufgelegt. So gibt es ja den abgefangenen, den Bücherwurm in 3 Fassungen, den armen Poeten in gar 4 Fassungen und die Dirndl- und Jägerbilder gehen in die 100er Stückzahlen. Der abgefangene Liebesbrief ist aber einmalig und den finden Sie nur hier bei uns in der Sammlung.